Du bist CEO von der Firma. Work-Life-Balance hört sich an, da habe ich das Work und da habe ich das Life. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon mal die falsche Annahme. In Krisenzeiten ist eine gemeinsame Werthaltung, ist eine Kommunikation, ist Transparenz über diese Probleme ein ganz wesentlicher Faktor, um sie zu bewerkstelligen. Hey Leute, wir sind heute hier in München an der TU München für das Münchner Management Kolloquium. Wer sich erinnert, ich war da letztes Jahr auch schon da. Das Video vom letzten Jahr blenden wir euch hier natürlich auch direkt ein. Und wir filmen heute und morgen einige sehr, sehr spannende Videos, die nochmal separat auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen werden. Zum Beispiel habe ich schon ein Video gefilmt mit der COO von E.ON, mit dem CEO von TÜV Süd, also jeweils riesengroße Konzerne mit 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und jetzt laufen wir mal noch ein bisschen rum, schauen, wen wir noch vor die Kamera bekommen, geben euch ein paar Eindrücke, wie es hier ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Bist du hier München-Student? Nee, ich bin noch Schüler. Du bist noch Schüler? 12. Und ihr Klasse. Baut hier schon Raketen? Mach gerade mein Abi. Ja, wir bauen hier schon Raketen. Das ist ein Half-Scale-Modell, was du hier siehst. Wir wollen das Ganze nochmal doppelt so groß machen letztlich. Die ist auch zu klein, oder? Genau, das sind 5 Meter gerade. Die große soll dann 10 Meter sein. Aber die hätte ja nicht in den Raum reingepasst. Okay. Deswegen haben wir das jetzt gerade so gemacht. Wir wollen weltweit das erste studentische Team sein, was eine Rakete auf über 100 Kilometer schickt. Und seid ihr alle Schüler? Der größte ist tatsächlich Student. Ich bin einziger Schüler. Wir kommen von Tom Boring, Innovation in Tunneling. Okay, das ist also eine nicht für langweilig, sondern für Bohren. Genau, für Bohren. Da waren wir damals auch in den USA bei den Elon Musk Competitions. Ja. Haben da auch alles gewonnen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir brauchen eine neue Challenge. Und dafür sind wir jetzt bei den Raketen da. Und kann man bei euch mitmachen, auch als BWLer? Oder ist es nur was für die Mittler? Also wir unterteilen uns ganz klar in Operations und auch die Techniker. Ich beispielsweise bin selber im Operations tätig, also ich bin fürs ganze Sponsoring zuständig, dass wir natürlich auch die finanziellen, die materiellen Mittel haben, um das Ganze zu bauen, aber natürlich auch die Techies, Luft- und Raumfahrer, Physiker, die sich entsprechend mit der Technik auskennen und das Ganze auch umsetzen. Ja, das ist so ein bisschen das Coole an der TU München, ne? Du hast also wohl die BWLer, aber auch dann die ganzen Techies, was du an vielen anderen so BWL-Hochburgen nicht hast. Ja. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Die Rakete sieht auf jeden Fall groß aus, ne? Ja. Mein Größe ist nicht immer besser, aber ein bisschen größer geht wahrscheinlich schon auch. Du bist herzlich eingeladen zum Launch im November. Wir wollen dieses Jahr noch launchen. Mit Menschen drauf? Oder erstmal okay? Erstmal ohne. Wir haben bei uns eine 50 Kilogramm Payload, also zusätzliches Gewicht, was man mitnehmen kann. Okay. Da planen wir gerade. Kann man ein bisschen Pumpkin-Werbung drauf machen beispielsweise? Beispielsweise. Mhm. Diese 50 für die Aliens, Kilogramm. Damit die auch ID-Praktika bekommen und so. IB noch möglich, genau. Das ist da die Frage. Aber gibt auf jeden Fall genügend Möglichkeiten da. Sponsorings, die TUM unterstützt uns auch wirklich sehr, sehr gut. Deswegen Shoutouts an die. Wir sprechen jetzt in einem Monat auch nochmal mit dem Herrn Hoffmann, dem Präsidenten von der TUM. Schauen, dass wir da ein bisschen Funding bekommen. Und ja, wir sind gespannt, ob wir das schaffen dieses Jahr. Aber gerade läuft noch alles im Zeitplan. Deswegen sind wir optimistisch. Perfekt. Dann viel Erfolg euch. Cool. Danke, David. Danke. So, hinter uns, die ganzen TU München Studenten werden es kennen. Das ist der Audimax. Da sind dann die ganze Zeit verschiedene Speeches, Panel-Diskussionen etc. Sehr viel Hochkaräter sind hier am Start, also wirklich von großen Konzernen, internationalen Konzernen, C-Level-Executives. Und das ist wirklich interessant, wieder das München Management Kolloquium, also ist jetzt schon seit über 30 Jahren gibt es das hier, was da auf die Beine gestellt wurde. Also sehr, sehr beeindruckend das Ganze. So, jetzt bin ich hier mit Daniel Bischofberger von Acceleron. Vielleicht kannst du uns am Anfang einen kurzen Überblick geben, was ihr macht. Du hattest vorhin gesprochen, 100-jähriges Startup. Hol uns da mal ein bisschen ab. Gut, unsere Produkte, wir entwickeln und produzieren und machen Service an Turboladern. Und zwar Turboladern nicht im Highway-Bereich, sondern im Off-Highway, das heißt für Schiffe, im Power-Generation-Bereich und auch für Off-Highway-Vehikel. Und du bist CEO von der Firma? Richtig, ja. Seit wie vielen Jahren, seit wann bist du in der Position? Ich bin jetzt seit 2 Jahren bei der Acceleron. Ich wurde rekrutiert, um die Acceleron, die vorher zur ABB gehörte, an die Börse zu bringen. Okay, das heißt, du hast diesen Börsengang dann auch mitbegleitet. Hast du sowas in der Vergangenheit schon mal gemacht? Also hast du irgendwie einen Corporate Finance, Investment Banking Background oder sowas? Nein, ich bin ein Maschinenbauer. Nicht von der TU München, sondern von der ETH Zürich. Okay. Hab dann auch ein MBA gemacht am INSEAD in Frankreich. Okay, und was waren so deine vorherigen Karrierestufen und warum denkst du, wurdest du dann quasi rekrutiert, um jetzt als CEO das zu begleiten und auch die Zukunft mitzugestalten? Ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen. Erstens mal, ich war bei der ABB vorher.
Das hilft natürlich ein bisschen, die Kultur zu verstehen. Mhm. Gleichzeitig, ich war im Kraftwerksbereich, zum Beispiel Gasturbinen ist eigentlich wie ein Turbolader, nur die Gasturbine braucht keinen Verbrennungsmotor, schon, die hat ihn schon eingebaut. Gleich eben, ich war im Kraftwerksbereich, in der Stromübertragung, im Öl- und Gasgeschäft. Das gibt mir ein gutes Gefühl für eben Infrastrukturen, die eben die Welt am Laufen halten und Turbolader halten die Schifffahrt am Laufen. Und gleichzeitig hatte ich sehr viele Jahre im sogenannten Servicebereich gearbeitet. Und 75% des Accelon-Geschäfts ist Service. Okay, und würdest du sagen, dein technischer Studienhintergrund ist jetzt heute immer noch wichtig in einer Position, die schon natürlich managementlastiger ist? Oder würdest du sagen, wenn du jetzt nicht an die ETH, sondern an die HSG gegangen wärst damals, könntest du jetzt deinen Job genauso fit sozusagen ausüben? Ich glaube, das kann man nicht generell sagen. Mhm. Für mich, ich möchte gerne unsere Produkte verstehen. Mhm. Und ich habe immer eine sehr starke Affinität zu den Produkten. Für mich ist es notwendig, dass ich eben Produkte und die Dienstleistungen verstehe. Das kann für andere anders sein. Ich kleide meinen Job eben damit aus, dass ich eben auch verstehe, was die Produkte tun. Andere können das, haben dann vielleicht andere Schwerpunkte. Ich glaube, das sollte man nicht verallgemeinern. Okay, dann würde mich immer interessieren, wenn ich mit so CEOs spreche. Hast du deine Karriere, hast du das von Anfang an so ein bisschen verfolgt? Natürlich hat man nicht von Tag 1 gesagt, ich will mal CEO werden. Aber hast du schon geschaut, okay, was ist ein guter Karriereschritt, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt machen? Oder war das bei dir so, dass du halt einfach deinen Job gemacht hast und immer hat irgendjemand gesagt, hey, das ist ein guter Mann, lass den mal befördern sozusagen. Ja, eher das Zweite. Eher das Zweite, das höre ich nämlich sehr, sehr häufig. Weil am Schluss habe ich, am Anfang habe ich begonnen als Immersion-Bereich, wobei ich hatte schon eine Idee, aber nicht um CEO zu werden, sondern es ging vor allem darum, ein breites Wissen zu haben. Also ich war in der Technik, ich war in der Projektabwicklung, ich war im Verkauf, in der Strategie und somit habe ich einfach meinen Rucksack vergrößert und das gibt dann wahrscheinlich eine bessere Chance, auch die nächste Stufe auf der Leiter zu erklimmen. Vielleicht abschließend Frage jetzt für die Zuschauer, Young Professionals, Studierende. Wir bauen oft Tipps ein, irgendwie, was man so als Tipp mitgeben kann. Ich versuche das immer so zu fragen als Anti-Tipp. Also irgendetwas, was du denkst, was viele junge Leute denken, was man irgendwie machen sollte über Karriere oder wie man auf Work-Life-Balance sehen sollte oder was auch immer, wo du sagst, hey, das wird oft proklamiert, aber ich persönlich bin davon nicht so der große Fan. Also müssen wir auch gar nicht zu politisch werden oder so, aber hast du da irgendwie etwas, wo du sagst, hey, das würde ich den Leuten gerne mitgeben, dass es da vielleicht auch eine andere Perspektive gibt? Also nehmt nie einen Job aufgrund eurer Karriereperspektiven. Ihr müsst den Job lieben. Er muss Spaß machen, nur dann kann man die beste Leistung bringen und dann ergibt sich der nächste Schritt. Ja. Aber nicht einfach, weil man denkt, der Job ist nicht gut, aber der bringt einem die nächste Stufe. Das ist ein schlechter Ratgeber. Also der Weg ist auch irgendwo das Ziel und der Weg muss auch Spaß machen. Exakt. Perfekt. Dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön, und euch ganz, David. Ganz viel Erfolg. Viel Spaß. Danke dir. So, jetzt haben wir echt noch einige sehr spannende, hochkarätige Gäste vor die Linse bekommen. Also, ne, falls ihr noch mehr Interviews sehen wollt, dann abonniert unbedingt diesen Kanal. Wir laden wahrscheinlich zuerst den Vlog hoch und dann noch einige der Einzelinterviews. Vielleicht ist auch schon ein Einzelinterview online gegangen. Mal gucken. Natürlich auch nicht vergessen, den Karriere-Insider-Podcast zu abonnieren. Dort findet ihr nämlich solche Interviews und noch viele weitere Interviews noch deutlich tiefgehender. Ist auch sehr, sehr cool. Komm mal kurz her, willst du in das YouTube-Video? So, hier. Er wird mir eine sehr, sehr hochkarätige E-Mail-Adresse geben. Wir sagen jetzt noch nicht, von wem konkret, aber ich sag mal, Goldman Sachs und McKinsey sagen immer so viel. Mal gucken, ob man da ein YouTube-Video hinbekommen kann mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Das wäre natürlich, der ist heute leider nicht hier. Der ist leider nicht hier. Aber das wäre perspektivisch auch sehr spannend. Ja. Und wie findest du es? Wir haben uns letztes Jahr hier kennengelernt. Wie findest du es dieses Jahr? Wieder gut? Ja, doch, ist ganz gut. Ja. Passt. Essen passt. Essen passt, das ist immer wichtig bei solchen Kongressen, wenn man da hungrig ist. Wenn das Essen schlecht ist, dann ist der Kongress nichts. Genau. Ne? Und sonst die Leute ja auch. Ja, du bist da. Genau, ne? Hier auf 6 CEOs, also lohnt sich. Kann man nicht meckern. Und dann schalten wir euch später wieder an. So, CEO von Siemens Gamesa neben mir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Renewables, Energiesektor allgemein ist natürlich gerade eine schwierige Phase. Wo siehst du da die Perspektiven in Deutschland? Und was muss sich deiner Meinung nach tun, damit das wieder ein sehr, sehr interessanter Markt in Deutschland wird? Ja, ich glaube, es ist ein sehr interessanter Markt. Mhm. Ich glaube, wir sind im Umbruch, das ist richtig.
Wir kommen weg von den fossilen Brennstoffen in Richtung dessen, was wir erneuerbar nennen. Das ist ein manchmal etwas holpriger Weg, aber am Ende des Tages ist es ein großer Markt, es ist ein extrem wichtiger Markt. Und wir haben jüngst auch gesehen, dass es über die pure Energieerzeugung hinaus eine Reihe von Dimensionen hat, die vielleicht wichtig zu betrachten sind. Insbesondere ist das, was dieser Tage genannt wird, Energieunabhängigkeit oder Energiesouveränität, inzwischen mit einem ganz anderen Stellenwert versehen als vielleicht vor 5 Jahren. Und ist das etwas, wo du sagst, um da perspektivisch noch mehr machen zu können, muss das von oben mehr kommen, aus der Politik, muss da von unten mehr kommen, aus den Hochschulen, dass man mehr Nachhaltigkeitsstudiengänge anbietet etc.? Sagst du, das ist eine Mischung? Was muss ich da tun? Naja, also ich glaube, man muss in der Tat mehr tun. Man kann von top-down gucken, man kann auch von bottom-up gucken. Studiengänge, würde ich sagen, ist gar nicht so das Thema. Ich glaube, es gibt genug Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt auch genug Möglichkeiten, sich zu engagieren in dem ganzen Thema und Zusammenhang. Mehr tun kann man dahingehend, dass ein Großteil unserer diesbezüglichen Pläne, auch der politischen Pläne, eigentlich verspätet sind. Und da könnte man natürlich dafür sorgen, dass diese Verspätung eigentlich nicht eintritt oder wenn ja, dann doch reduziert wird. Und das hat eine Reihe von Facetten, die dahinter stehen, politisch, finanziell, wirtschaftlich. Ich glaube nur, wenn die gesellschaftlichen Kräfte alle zusammenwirken, wird es richtig gut werden können. Okay, und jetzt bist du heute hier beim Münchner Management Kolloquium. Was sind Themen, über die du sprichst? Was sind auch Gründe, warum du heute hier bist? Es ist zunächst mal immer sehr interessant, in einem solchen Forum auch den Austausch zu finden, auch mit anderen Industrien. Zweitens, natürlich geben wir auch ein bisschen ein Update zur aktuellen Situation. Bei uns ist es als Firma, aber auch als Branche dieser Tage eben schon sehr stark durch den Umbruch getrieben, dass viele Dinge nicht mehr so sind wie die letzten 5 Jahre und nach vorne vielleicht anders sind. Und hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nochmal versucht, die Rationale dessen, was passiert, eigentlich zu erklären und weiter nach vorne zu bringen. Jetzt bist du im Siemens-Konzern schon sehr, sehr lange unterwegs und bist auch ein sehr erfahrener Manager. Konntest du dir das zum Berufseinstieg schon so vorstellen? War das etwas, was du auch irgendwo ein wenig geplant hast jetzt über die letzten Jahrzehnte? Oder bist du immer mehr reingerutscht in die Position, in der du heute bist? Letzteres ist, glaube ich, richtig. Ja. Also ich glaube, man kann vieles planen, aber ob sich dann zu einem Zeitpunkt X auch entsprechende Möglichkeiten ergeben, das kann man nicht planen. Man muss, glaube ich, dann auch die Offenheit haben. Es gibt für mein Empfinden viele attraktive Möglichkeiten, auch für die eigene Karriere und deren Entwicklung. Da muss man halt zu einem Zeitpunkt XY sagen, das liegt mir. Das ist oftmals eine Bauchentscheidung, weil ich glaube, viel mehr kann es nicht sein. Und dann sollte man aber frohen Mutes, hätte ich fast gesagt, aber auf jeden Fall mit Zuversicht in diesen Weg einschreiten. Gibt es irgendwelche Entscheidungen, wo du sagst, okay, wenn man jetzt als junger Mensch, als Young Professional, vielleicht sogar schon als Student sagt, ich möchte auch sehr viel Verantwortung übernehmen, ich möchte in eine hohe Managementposition kommen, gibt es da irgendwelche Schritte, wo du sagst, natürlich, es gibt nie eine Garantie, wo man sagt, okay, pauschal, ist es etwas, was ich gut ans Herzen legen kann? Sagst du zum Beispiel, das Renommee einer Hochschule ist wichtig? Sagst du, ein Berufseinstieg in einer Unternehmensberatung ist sinnvoll? Gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagst, aus meinem, vielleicht auch meinem Bekanntenkreis oder was ich so mitbekomme, wer da jetzt immer von den Juniors in irgendwelche Top-Executive-Positionen reinkommt, da gibt es schon gewisse Gemeinsamkeiten? Oder sagst du, am Ende des Tages kommt total auf das Individuum an und wenn man gut ist, dann kommt man auch nach oben? Ich glaube, es hängt schon damit zusammen, dass man es machen möchte, dass man Verantwortung übernehmen möchte und dass man auch gestalten möchte. Ich glaube, die zwei Dinge sind wesentlich. Und dann muss man etwas haben, was einem einigermaßen Spaß macht, weil es gibt sehr viele Facetten im Tagesgeschäft, die einem nicht immer ganz so viel Spaß machen. Das heißt, man braucht schon diesen Grundspaß. Wenn das zusammenkommt, glaube ich, ist das eine gute Basis. Letzte Frage. Wir hören immer viele, viele Tipps und ich stelle immer gerne die Frage nach einem Anti-Tipp. Also wenn du überlegst, gibt es irgendetwas, wo du das Gefühl hast, das ist gerade vielleicht en vogue, dass viele junge Menschen irgendwie denken oder es sind Tipps, die du häufig hörst, die gegeben werden, wo du sagst, da stehe ich vielleicht nicht so dahinter oder da habe ich eine differenzierte Meinung. Also keine Ahnung, zum Thema Work-Life-Balance oder zum Thema, wie du eine Karriere gestaltest oder sonst was, ne? Wo du denkst, hey, damit wachsen viele junge Menschen heutzutage auf. Das sind irgendwie Tipps, die man sich häufig anhört und wo du dir dann häufig denkst, ich sehe das gar nicht so. Ja.
Vielleicht ist Work-Life-Balance in der Tat ein guter Punkt, weil Work-Life-Balance hört sich ja an, da habe ich das Work und da habe ich das Life. Und das ist, glaube ich, schon mal die falsche Annahme. Ich glaube, es wird darauf ankommen, also bei Leuten wie mir war es wichtig, dass diese zwei Dinge eben nicht komplett separat betrachtet werden, sondern gemeinsam, und dass man dann versucht, im Einzelfall für bestehende Herausforderungen einen Weg zu finden. Wenn ich von vornherein sage, ich habe hier mein Work und da mein Life, und das Life ist was ganz anderes als mein Work, und deswegen möchte ich für das Work 35 Stunden oder 40 Stunden die Woche investieren. Ich glaube, für eine Aufgabe wie die meine ist das der falsche Ansatz. Ich glaube, damit bist du nicht alleine. Das habe ich heute schon ein paar Mal gehört. Die Karriereseite von Siemens Gamesa verlinken wir euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und alle Unterstützung, die ihr irgendwie benötigt. Super, vielen Dank. So, nur du warst jetzt hier auch schon da. Wie findest du es dieses Jahr? Ja, sehr gut auf jeden Fall. Wie letztes Jahr natürlich auch. Sind ein bisschen andere Firmen auf jeden Fall dabei. Ist natürlich sehr technisch geprägt. Schon eher technisch, ne? Nicht die ganzen Beratungen und Banken wie auf den sonstigen Messen, wo wir unterwegs sind. Absolut. Aber nichtsdestotrotz habe ich schon einige spannende Fakten gelernt, die ich sonst in meinem BWL-Studium oder sonstigen Research... Zum Beispiel, was hast du gelernt? Ja, wie so ein Turbolader funktioniert, wie groß die sein können tatsächlich. Wie groß können die sein? Sehr groß wahrscheinlich, ne? Sehr groß. Die powern teilweise so riesige Schiffe, Frachter, also wirklich mit vielen, vielen tausend Kilowattstunden. Mhm. Also wer was wissen will... Okay. Zu Turboladern kann sich bei mir melden. Ja, das ist die Frage. Was ist wichtiger, wie du DCF bastelst oder wie ein Turbolader funktioniert? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das versuchen wir heute noch weiter zu erörtern und dann sehen wir uns gleich wieder. Jemand auch Raketen? Genau, also wir bauen seit 1962 schon Raketen. Seit 1962, genau, seit über 50 Jahren, krass. Also seit 1962 ist der Verein ursprünglich gegründet worden von Mitgliedern, die heute mittlerweile schon Professoren sind an der TUM. Aber WAR steht jetzt nicht für Krieg. Außer wir hätten einen Rechtschreibfehler. Okay, aber, okay. Aber nein, das WAR steht für Wissenschaftlichen Arbeitskreis, Arbeitsgemeinschaft für Raketen- und Raumfahrttechnik. Und wie ist es dann bei euch? Ne? Also ihr baut quasi auch die Raketen, aber ihr macht dann auch, also ihr baut nicht nur die Raketen, sondern wenn ihr Astronauten ins Weltall schickt, dann ist da noch deutlich mehr dabei. Ja, genau. Also Raketen ins Weltall schicken, damit, das ist unser Hauptfokus in der WAR Rocketry. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt wirklich Raketen bauen, die was in den Weltraum fliegen. Weltraum beginnt bei 100 Kilometer und wir in der WAR Rocketry fokussieren uns darauf, Technologie zu entwickeln, die in der Industrie verwendet wird. Unser Fokus ist aktuell aber noch nicht, dass wir wirklich in den Weltraum gehen, einfach weil wir die finanziellen Mittel aktuell nicht zur Verfügung stellen und wir fokussieren uns aktuell auf Subscale-Projekte, die wir bei Wettbewerben starten können. Das Teil hier, ne? Du denkst so, das wiegt so ein Kilo, aber es wiegt ja locker, es sind ja locker 5, 6 Kilo. Genau, Minimum, es sind knapp unter 8 Kilo. Wenn genau, 8 Kilo, ne? Also wie so, ne? Du machst so 20 Curls damit und dann ist Schluss. Ist aber im Innenbereich komplett hohl. Also okay. Es ist eine Nickel-Basislegierung, das heißt, sie ist auf Nickel basiert. Es ist deutlich noch mal schwerer als Stahl. Und das Besondere hier an der Brennkammer ist, dass wir die komplett 3D gedruckt haben. Das ist der Probedruck von unserer Brennkammer. Und hier sieht man, dass wir Kühlkanäle im Inneren von unserer Brennkammer mit eingedruckt haben, damit wir die extremen Temperaturen, damit das Material die extremen Temperaturen aushalten kann. Und da geht man dann quasi in so einem 3D-Drucker, gibt man das Ding ein und dann kommt es raus, mehr oder weniger. Ja, ein bisschen schwieriger ist das schon. Also wenn man sich die Brennkammer hier allein ansieht, die Druckkosten bewegen sie im Bereich von 30.000 Euro nur drucken, ohne der gesamten Nachbearbeitung. Die Nachbearbeitung wäre nochmal 10.000 Euro zusätzlich. Das sind 40.000 Euro. Nur der Druck. Das, was oben noch reingeschraubt ist, das wären sicher nochmal 20 drauf. Perfekt, dann viel Erfolg auf jeden Fall. Danke. Wir sind natürlich auf einem Wirtschaftskongress und im Top-Management braucht man natürlich auch schicke Kleidung. Hm? Genau. Das heißt für euch genau die richtige Zielgruppe hier. Jawohl, so ist es. Und bei euch kann man einen Gutschein gewinnen, oder wie? Einen Gutschein gewinnen für einen Anzug, für Hemden, für einen wunderschönen Mantel. Mhm. Genau, was der Herr haben möchte. Genau, das möchte ich auf jeden Fall haben. Meine letzten richtig komplett
Wobei, ich hatte mir ein, zwei Mal einen maßgeschneiderten Anzug machen lassen, aber das letzte maßgeschneiderte Hemd habe ich vom Schneidermarkt in Shanghai. Okay. Und ist schon 7 Jahre her und passt mir vorne und hinten nicht mehr. Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee, das weiß ich nicht. Dann unbedingt zu uns vorbeikommen. Okay. Das heißt, wo muss ich treffen, damit ich was gewinnen kann? Hier, also, nimm da die 3. Mhm. Sollst eigentlich... Irgendwo, dann, genau. Und dann, dann gewinne ich. Okay, und wo, wie nah darf ich ran? Bitte? Da hier. Ist ein Strich. Oh, da ist ein Strich. Genau. Okay, beim Dart, man lehnt sich so richtig weit nach vorne, ne? Ich glaube, ich habe es seit... Hast du jetzt die Dart-WM nicht geschafft? Ich habe auf jeden Fall das Hemd, habe ich kürzer gekauft, 2017, als ich Dart geworfen habe. Von dem her jetzt mal gucken. Oh je. Ui. Erstmal warm werden. Geht das kaputt? Das schneiden wir aus. Erstmal warm werden. Ja, immerhin, immerhin. Ja, okay. Sehr gut. Langsam genähert. Ja. Und das heißt nochmal? Jetzt, das ist jetzt ein, das war jetzt ein 200-Euro-Gutschein, ne? Ja, das, wir sind nicht so schwierig. Okay, okay, okay. Schau mal, ich habe schon was vorbereitet für dich. Du kriegst einen Gutschein für 500 Euro. Wow. Ja, das okay. Sind wir in Frankfurt, Köln, München und Berlin. Ja, okay. Das ist gut. Dann schaue ich da mal vorbei, dann wird der Gutschein mal. Wir lassen den Portugal schneidern. Mhm. Gibt es Service, 3 Jahre Änderungsschneiderei, sind wir für dich dran. Und 10 Jahre Reparatur, bis zu 10 Jahre Reparatur an die Kleidung. Okay, das heißt, weil neulich ist mir das auch von einem Maßanzug, ist mir hier diese Naht aufgegangen. Ja. Wenn die dann aufgeht, dann komme ich zu euch und ihr macht die wieder ganz. So ist es. Okay, ist natürlich praktisch. Ja, wir haben dich erstmal im Bild. Gib mal hier ein Update. Ne? Das ist der Jürgen, Organisationsgenie. Ne? Ja, ich gebe mein Bestes. Du gibst dein Bestes, ich gebe mein Bestes. Genau. Wie findest du das MMK dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr? Gut, ja, wir hatten letztes Jahr 30. Jubiläum. Ja. Und ich glaube, da schiebt man noch eine Welle so ein bisschen vor uns her. Ja. Zeichnet auch das MMK aus, dass wir eine ziemlich hohe Dichte an Entscheidern, an CEOs haben. Und deshalb, ja, wir vernetzen Akademia und die Industrie und dafür stehen wir. So, jetzt bin ich hier mit Professor Dr. Wildemann, der das MMK jetzt seit über 30 Jahren organisiert. Sie haben das Ganze hier ins Leben gerufen. Sie waren auch letztes Jahr schon im Video dabei. Nochmals herzlichen Dank für die Einladung. Was hat sich seit dem letzten Jahr getan? Worauf haben Sie dieses Jahr auch bei den Veranstaltungen hier einen Fokus gelegt? Nun, wir hatten ja beim letzten Jahr schon das Thema Resilienz, weil diese Schocks überhand genommen haben. Und wir haben versucht, Erklärungen zu geben, das Ganze messbar zu machen, wie wir es weitermachen können. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch nach wie vor eine ganz wichtige Frage, mit der sich alle Unternehmen beschäftigen und auch viele sehr positive Berichte bringen, dass sie das erreichen können, was da vorgegeben ist. Es kommt aber jetzt eins hinzu, das Thema Resilienz, das hat man gemerkt, das kann man nicht mehr alleine als ein Unternehmen erreichen. Man muss es ganz zusammen erreichen, mit Lieferanten, mit Kunden, mit dem Dialog zum Staat. Und ich denke, dieses gemeinsam stark, das ist hinzugekommen, das Thema Kollaboration, das Thema, wie man im Grunde genommen wie der ehrbare Kaufmann in einer Balance zwischen Geben und Nehmen hineinkommen kann. Und das klingt jetzt auch wieder so abgedroschen, diese Win-Win-Situation für alle erreichen kann. Es werden nicht immer diese Win-Win-Situationen sein, aber wir brauchen eine Zusammenarbeit, auch eine gemeinsame Anstrengung, um diese Probleme, die uns heute treffen, zu bewerkstelligen. Und das ist das Anliegen dieses Kolloquiums. Und haben die Unternehmer oder auch Sie aus der Forschung das Gefühl, dass aus der Politik aktuell dafür die Rückendeckung kommt, dass man so etwas auch umsetzen kann? Oder haben Sie das Gefühl, dass dort durch viel Unsicherheit, interne Zwiste vielleicht auch aktuell nicht die Rückendeckung da ist, die eigentlich da sein sollte für eine sehr gute Entwicklung? Von Rückendeckung würde ich gar nicht sprechen. Ich würde eher vom Gegenwind sprechen. Es kommen sehr viele ideologisch begründete Anwürfe, Vorgehensweisen und auch Ungeschicklichkeiten, die insgesamt zu einer Unsicherheit führen bei den Entscheidungsträgern. Natürlich auch nicht nur Unsicherheit, sondern auch Ungeschicklichkeiten, indem man auch Entscheidungen trifft, die nicht kommuniziert werden. Und in Krisenzeiten ist eine gemeinsame Werthaltung, ist eine Kommunikation, ist Transparenz über diese Probleme ein ganz wesentlicher Faktor, um sie zu bewerkstelligen. Und das lassen viele der politischen Akteure
offen und gehen auf diese Dinge gar nicht ein. Was sind die Hauptthemen Ihrer Meinung nach, mit denen sich die Politik aktuell stärker beschäftigen sollte? Also was wären, gibt es irgendwelche Lösungen, wo Sie sagen, das wäre etwas, was man wirklich recht simpel umsetzen kann? Oder sagen Sie, ich kann auch die Politiker irgendwo nachvollziehen, weil es eben unglaublich komplex ist. Also haben Sie so ein paar Sachen, wo Sie sagen, wenn man das wegmachen würde, wenn man hier Subventionen schaffen würde, es würde so viel helfen? Ich weiß gar nicht, ob man das alles mit Subventionen regeln soll. Ich bin ja ein Anhänger der unsichtbaren Hand von Adam Smith. Der regelt schon eine ganze Menge. Ja. Aber Rahmenbedingungen, die müssen geschaffen werden. Die müssen klar sein. Planbarkeiten für bestimmte Dinge müssen da sein. Und auch natürlich auch die Finanzierung von großen Innovationen, die der Staat machen muss, weil kein privater Risikoträger in solche Themen wie Wasserstoff und andere Dinge hineingeht. Da wünsche ich mir schon, dass Investitionen gebündelt werden auf die richtigen Themen. Aber vor allem wünsche ich mir, und das können Sie machen, ohne groß Geld auszugeben, einen Rückgang der Regelungen, der ganzen Governance und nicht das ständige Neuauflegen von irgendwelchen Faktoren, wo dann die Unternehmen große Aufwendungen machen, damit sie das überhaupt bewerkstelligen kann. Die Regulatorik oder auf Neudeutsch die Bürokratie, die nimmt überhand und das kann man eigentlich relativ preiswert reduzieren. Und Freiheiten schaffen, unternehmerische Freiheiten schaffen, nicht nur für Start-ups, sondern auch für große Unternehmen, um in diesem wirklich virulenten Umfeld, mit großen Unsicherheit behafteten Umfeld agieren zu können. Dann haben wir natürlich ein Thema, das bewegt mich ständig, das ist das Thema Energie. Diese Förderung von Energie, auch der erneuerbaren Energie, dass wir die schneller einführen und umsetzen, das könnte für Deutschland auf lange Sicht ein riesen Wettbewerbsfaktor sein, weil wir einfach die Energiepreise aus erneuerbaren Energien selber steuern können. Wir sind nicht mehr abhängig vom russischen Gas oder vom Öl aus arabischen Staaten. Und diese Perspektiven, die sehen viele Politiker nicht. Sie sind natürlich eher periodenorientiert bis zur nächsten Wahl und das ist halt die Sache, macht die Sache so schwierig. Ja. Für die jungen Menschen, ich meine, Sie haben dann natürlich auch durch Ihre große Erfahrung einen sehr großen Weitblick. Für junge Menschen, die sich gerade ganz am Anfang von ihrer Karriere befinden oder vielleicht sogar im Studium befinden, was sind Branchen, wo Sie sagen, das sind, natürlich, man kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber wo Sie sagen würden, das sind vermutlich Gewinner der nächsten Jahrzehnte, wenn man da irgendwie reinkommt, wenn man da einen Einstieg schafft, wenn man sich da vielleicht auch fortbildet, setzt man vermutlich auf ein aufsteigendes Pferd und wo sagen Sie, das sind irgendwie Branchen, die kränkeln jetzt schon eine Weile und die werden vermutlich, da wird es vermutlich nicht besser werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja. Das ist sehr ambivalent. Ich könnte jetzt einfach sagen, KI und Digitalisierung in den großen Hype, da gehen viele rein. Das wird sicher noch einige Jahre in dem Umfeld gehen. Und das wird uns noch länger begleiten. Aber der Hype hört auf und das wird ein normales Tool und wir können das bedienen und wir machen es. Aber Sie haben gerade in den Vorträgen ja auch hier gehört, dass die Chemie eine Schlüsselkompetenz ist, um hier wieder wirtschaftlich effektiv zu werden. Aber nicht nur das. Wir brauchen Arbeitsplätze. Und Arbeitsplätze heißt Produktion. Heißt Produktion im Maschinenbau, heißt Produktion im Autobereich und nicht das Schlechtreden von irgendwelchen Konkurrenten, die jetzt reinkommen in der Autoindustrie. Nein, ich glaube, als junger Mann, als junge Frau, junger Mann, wird man gut daran tun, ein Feld zu vertiefen und wirklich Kompetenz zu haben und sich in vielen anderen Fällen eine Beurteilungskompetenz aneignen. Das ist schwierig genug. Für Betriebswirte ist es schwierig genug, die Technik beurteilen zu können. Für Chemiker ist es schwierig genug, die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge darzustellen. Also beides. Ein Deep Dive, eine Kompetenz, eine Kernkompetenz und dann sehen, wie man additive Kompetenzen gewinnen kann im Sinne von Beurteilungskompetenzen in anderen Bereichen. Ja. Man muss da nicht drin forschen. Man muss mitreden können, muss zusammenhängen können. Eine letzte Frage, Herr Professor Dr. Wildemann, die ich auch schon einigen anderen Top-Managern über die letzten beiden Tage gestellt habe. Was ist Ihre Meinung zum Begriff Work-Life-Balance? Leben Sie so etwas? Würden Sie sagen, für Sie existiert sowas? Oder
Was können Sie da jungen Leuten mitgeben? Ich kann nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich das lebe. Für mich hat Arbeit Priorität und sie macht mir Spaß. Ja. Also, und das sollten auch die jungen Leute bedenken. Tun sie das, was ihnen Spaß macht, dann kommt die Work-Life-Balance. Ich sehe natürlich, dass in meinem Umfeld viele Leute für sich persönlich Freiräume suchen. Dem stehe ich ihnen auch zu, das ist selbstverständlich. Aber man muss es sich auch leisten können. Also man kann nicht beides. Man kann nicht das Ergebnis von harter Arbeit bekommen und dann eine andere Art von Freizeit gestalten. Also darüber sollte man sich klar sein. Ich habe nichts dagegen, wenn einer sich anders entscheidet. Ja. Aber dann muss er auch die Konsequenzen daraus ziehen. Ich für mich persönlich kann nur sagen, auch hartes Arbeiten macht Spaß. Das kann ich nur zustimmen und dann bedanke ich mich vielen Dank für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen weiterhin beste Gesundheit und freue mich schon aufs nächste Jahr. Ich auch, danke Ihnen. So, jetzt haben wir hier einen alten Bekannten getroffen, und zwar den Tristan, den man auch schon kennt aus dem Karriereinsider-Podcast. Ganz genau. Und natürlich aus den Zeiten von der UBS damals, nach dem zweiten Semester im Vorstandstab. Was machst du hier, Tristan? Du, ich bin mittlerweile Dozent hier an der TUM für Künstliche Intelligenz und natürlich, bei so einem Event darf man nicht fehlen. Ich meine, hier sind ja so ungefähr alle Entscheider der deutschen Wirtschaft und das ist natürlich sehr interessant, auch immer nah zu sein an den Themen, die diese Entscheider interessieren. Ja, ich habe gehört, du machst Master-Seminare. Machst du auch im Bachelor was? Im Bachelor leider nicht, aber Bachelor-Studenten dürfen immer ganz gerne zu mir kommen. Aber ja, genau, ich mache Master-Seminare für Künstliche Intelligenz, vor allem die Anwendung für Künstliche Intelligenz und das Management davon. Ja, das ist echt lustig. Wir hatten im Vorfeld geschrieben, aber ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ich bin gerade rausgelaufen, wir wollten so ein bisschen vloggen, da kommt jetzt der Tristan rein. Ja, aus dem Grund sind wir hier, weil man hier die besten Leute trifft, gell? Die besten Leute, die deutschen Wirtschaft. Das Who is Who der deutschen Wirtschaft. Das steht quasi gerade vor euch, ne? Vor der Kamera. Gestern habe ich es tatsächlich leider nicht geschafft, weil zeitgleich Microsoft ein AI-Event hatte hier in München. Oh, aber die Microsoft-Deutschland-Chefin war gestern auch hier. Ja, ich weiß, die habe ich leider verpasst. Ja. Und was geht gerade so bei AI? Ist wieder ein bisschen ruhiger geworden, so in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest, ne? Ja, aber wobei ich glaube, jetzt kam dieses Video ChatGPT quasi raus. Also ich glaube, du hattest halt im letzten Jahr diesen krassen Hype, der mit ChatGPT gekommen ist und jetzt sind die ganzen Unternehmen, ist es relativ präsent und die überlegen sich, okay, was machen wir mit dem Hype und wie kann ich das wirklich gewinnbringend einsetzen? Ja. Und da bist du an vorderster Front, oder? Da bin ich an vorderster Front, arbeite sehr viel mit Unternehmen, halte sehr viele Vorträge und es macht auf jeden Fall viel Spaß. Was sind so Clients, die du da betreust, wo du was machst? Von dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr bis zu Bosch, vielen Mittelständlern, die man nicht kennt, aber auch einige große Namen dabei und mittlerweile auch Regierungen. Naja, gut. Ja, künstliche Intelligenz. Ich meine, wir werden es nicht mehr loswerden, kann man so sagen. Ich meine, die Technologie geht nicht weg, die wird nur noch besser. Immer mehr und besser, ne? Was hältst du von diesem Ding? Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast drüber gesprochen hatten. Das hatte ich mal vor einem Jahr, wo dieser Hype richtig war. Ja. Hatte ich da gehört, es nennt sich irgendwie, ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber es nennt sich so, dass sich so diese Intelligence merkt, wer in favor of sie spricht und wer in contra gegen sie spricht. Und dass deshalb alle in favor für sie sprechen. Irgendwie der Basilisk oder so hieß das. Ja, Was hältst du davon? Ja, ist ein interessantes psychologisches, philosophisches Experiment. Das ist toll. Ja, ist so ein bisschen so ein philosophisches Experiment, dass wenn sich irgendwann KI verselbstständigen sollten und besser ist als wir, dann merkt es sich, wer ihm geholfen hat, sich zu verbessern und zu verselbstständigen und wird halt die Leute belohnen und die andere wird es bestrafen. Deswegen sollte man nett sein. Oder? Deshalb machst du das jetzt gerade. Ich bin überall nett, sei es mit der Maschine, sei es mit Tieren, sei es mit meinen Mitmenschen. Und deswegen versuche ich da einfach, mich immer dran zu halten. Namaste, namaste. Ja. So, meine Lieben, damit verabschieden wir uns vom heutigen Vlog auch. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einige interessante Statements mitbekommen. So, das ist ein bisschen hier in der TUM, ne, ist nicht so ein ganz großer nur Banking- und Consulting-Fokus, wobei natürlich auch viele unserer Teilnehmer aus dem Coaching, die an der TUM studieren, Richtung Banking und vor allem auch Richtung Consulting gehen. Aber man kann eben auch im Konzern sehr spannende Karrieren machen. Ne, also das, ich meine, das ist der Motor der Wirtschaft, die Banken und Beratung helfen ja nur den Konzernen weiter zu wachsen. Das heißt, auch hier, sei es Maschinenbau, sei es Energie etc., alles super, super interessant. Ich habe da sehr große Hochachtung von den ganzen Top-Managern, mit denen wir sprechen konnten, natürlich auch von den Professoren, Dozenten etc., die sowas auch mitorganisieren. Und ja, es war mir wie immer eine große Freude, auch an alle vielen Dank, die mit mir gesprochen haben und ein Bild gemacht haben und so weiter und so fort. Freut mich immer sehr. Schön auch in München eine Community zu haben. Und ja, dann
liebe Grüße. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vergesst auch nicht, den Karriere-Insider-Podcast zu abonnieren. Da kommen bald einige Folgen von unserem heutigen Tag noch ein bisschen ausführlicher. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viele Grüße aus München. Euer David.